So, hallihallo, hallöcher und einen wunderschönen guten Morgen hier wieder in den eisigen Kälten von Honkai Star Rail. Wir machen weiter mit unserer Nebenhauptquest. In der letzten Folge waren wir ja unten in den unteren Ebenen dieses Raumschiffes und haben so einen Insektenboss eliminiert. Nun suchen wir Ran Mei, die dort vorne schon auf uns wartet. So, meine Liebe, was sagst du bitte? Die Geschichte der Kaiji war終わりました。Momiuchu-no-mirai-ni-tsuite-wa. ってるようですね。申し訳ありません。何も弁解できません。これまで無数の実験に失敗してきましたが、結末もすべて予想の範囲内でした。私はクローンを作り出しましたが、それとあの指令は結局似ても似つかないものでした。 Sich selbst vernichtet. Hi. Kesan-Kekka to itchi shite imasu. 56秒. Also fast eine Minute. Jikan to basho no seiyaku niyori, sono seimei no hensei wa chūdo-hanpa na mono ni natte shimaimashita. 私はそれが誕生する瞬間を再現しましたが、その全ての生命のあり方と同じように終点に向かう過程で徐々に結末を迎える。それを排除するつもりはありません。しかし短い一生にも意味はあるはずです。取るに足らない一歩。 Wirst du weiter forschen? Na klar wird sie das. Was ist mit meinem Leben? Was ist mit dem Leben außerhalb der Forschungen? Ich nehme das untere. Ich habe keine Forschung außerhalb der Forschungen. 人々はこういった代償を想像を超えてると思うようですが、事実、私は何もかもが計画通りに進むのは嫌いなんです。変数のない実験は退屈ですからね。だからこそ私は嬉しいんです。こういったほぼ予定通りのストーリーにも思いがけない喜びがありましたから。 家庭の中で誕生したこの子たちには時々心を打たれます。それは認めます。私はこの子たちに人間的な反応があると思っています。感情はポジティブとネガティブどちらの可能性もあります。この子たちは天才とは程遠い。なのでそういった愛が 友情なのか愛情なのか親子の、しかし天才ならそれを区別できるんでしょうか。あなたには私が間違ってるよ。でも答えなくても大丈夫です。私はただ感じることがあったから口に。これではとても無責任ですね。 申し訳ありません。自分の判事薄罪の効果ももうすぐ切れます。これから誰かが私のことを話題にしても自由に話していただいて結構です。会ったことがないと言っても構いません。どうせ私たちの間にある記憶もすぐに霧のように消えてしまいますから。あ、そうですか。 この世界に漏れない秘密はありません。話したくない過去がある せいで
秘密を秘密のままにする最も完全な方法は、その秘密を破壊することです。最後に判事白罪は、私たちが共有したこの時間のことをあなたの記憶から消してくれるんです。Naja, wir könnten auch was zusammen erleben, was wir nicht so einfach vergessen können. その効果に即効性はありません。ゆっくり、ぼんやりとした過程なんです。誰かが宇宙ステーションをして、生命同士のつながりは消されるのです。そうすれば私たちはもっと楽になれるんです。なるほど。ええ、そう信じています。スクリューガムは、しばらく宇宙ステーションにとどまるでしょう。私が話したノーマンズランドのことを覚えていますか？研究が一段落した時々、ヨセートのことが懐かしくなります。彼女はいつも別れ際に美味しい飲み物を作ってくれました。 OK、 ポルカカカムには出会わないことを祈ります。遭遇する次に天才たちが集まるのはいつになるんでしょうね。他に何か私に言いたいことはありますか？Ich liebe sie. え、約束します。私の助手さん。機会があれば、そしてあなた。しかしそうなるとそこはノーマンズランドではなくなってしまいます。Sweet, das war's schon. Okay, und jetzt kommt es aus Akt 2. Snackleben. Bitte? Kleine Viecher. Na dann. 26 Tage, oh ja. Da schnuppere ich gleich mal kurz rein. Hatte ich nicht da noch irgendwas offen? Nee. Scheinbar nicht. Kann ich da durch oder? Das ist ja schon Tata. Na, wir sind schon einmal gepasst. Was haben wir hier? Würde ich doch noch irgendwas machen, aber ich habe irgendwie vergessen was. Ich teleportiere mich einfach mal dahin und dann sehen wir ja mal, ob ich da durchkomme.
Ah, jetzt weiß ich, was ich eigentlich noch wollte. Irgendwann. Dieser Gipskopf. Sie kennt ihn also nicht. Oder hat ihn vergessen. Eins von beiden. Waren diese Viecher jetzt schon die ganze Zeit hier oder habe ich die das letzte Mal einfach nicht gesehen? Was macht denn dieses Schweinchen hier? Das Viech ist ja eigentlich mit Flammen, da müsste es doch eigentlich Eis, ihr wisst schon. Das teilt sich. Ich kann mal gucken, ob es schon war, aber ich glaube nicht. Ich glaube doch. Ist wieder gesperrt, aber da komme ich eh nicht rein. Hier. Ein bisschen so aufheilen. So, da sind wir auch schon. Legen wir los. Das ist härter, oder wie? Ach nein, wir sollen die jetzt erschaffen. Na gut, wir haben ja bisher bloß braun und blau.
Okay. Kauert neben das Gehäuse. Na dann. Was willst du den kleinen Kracker ausfindig machen, oder wie? Kann ich mich jetzt dorthin teleportieren das nächste Mal, oder wie ist das? Sind aber ganz schön viele. Ah, da ist er ja. Ah, verstehe. Das sind also doch vier. Das sollen wir darstellen. Weil wir ja in Bellburg auch immer in so Müll gewühlt haben, deswegen sind das wir. Können wir jetzt den nächsten Bubblebub Schöpfung kreieren? Spezialmutation. Wieso kann man das essen? Von Müll eine Mutation verursachen. Welches Prinzip steckt hinter den Mutationen? Bärenmelone. Ach, das ist jetzt unser Freund. Okay.
Schauen wir mal, ob es reicht. Kultiviere weitere Schöpfungen und erhalte die Forschungsstufe 2. Schön. Ah, jetzt habe ich ihn. Einfach mal doppelt. Schöpfungen kreieren. Eigentlich liegt es nicht an den Augen, sondern mehr an dem Design. Können wir jetzt weitere Forschungen? Ja, hier. Mirat. Können wir das Muster auswählen. Also wir brauchen einmal das da. Jetzt komm, geh weg, ich sehe sonst nichts. Dann nehmen wir das da. Und da. Ach, wir haben das Rot vergessen. Was, wenn wir das jetzt... Ah, perfekt. Dich. Dann warte, dich. Dann können wir drüben wechseln in das. Und dann müsste es besser klappen. Dann nehmen wir das da. Dann machen wir den da weg und klatschen das da hinzu. Ich
Schwermutation füttern wir es mit dem da und dann haben wir sie. So, mal gucken, was sie dazu sagt. Nein, natürlich nicht. So, jetzt haben wir Stufe 2 erreicht. Können hier noch ein bisschen halt. Da unten haben wir auch noch was. Dann das da abholen und dann haben wir hier dieses Trio erhalten. Wobei das hier ist Grand May, wenn ich es richtig sehe. So, jetzt haben wir Stufe 2 erreicht. Und können mit unserem Helfer-Roboter kontaktieren oder kommunizieren. Na, jetzt dürfen wir unsere Schöpfungen hier platzieren, oder wie? Natürlich du. Natürlich du. Und du. Sogar legendär. Cool. Das tun wir dann natürlich noch ändern, weil er kommt dann weg und dann kommt noch jemand anders dazu. Wieder ein bisschen Geld abholen und dann ja. Woher kommen die jetzt? Ja, danke. Bei der Beobachtung deiner jüngsten Erfolge siehst du, wie sie durch den Müll wühlen, als hätten deine Erfolge keinerlei Probleme damit, im Dreck zu wühlen. Ja, das sind meine Schöpfungen. Da ist ja ein Behälterdefekt. Ich mache dann aber in der nächsten Folge, glaube ich, weiter. Ja, wir haben nämlich schon 28 Minuten hinter uns. Isolationszone. So nennt sich das also. Ich gehe da mal kurz auf. Ich muss nämlich kurz auf PB-Box, aber bevor wir das machen, gehe ich noch kurz dorthin und gucke mir mal an, welche Charaktere so. Ach ja, und diesen jährlichen Putz muss ich ja auch noch machen. Ist es neu, dass wir nicht fliegen? Hallo, Raumel. 気に入りました。視界が開けていて静かに星空を見ることができるので。Ja, das ist so. Sterne sind wertvoll für uns. そうなのですか。でも理解はできます。書いた以前宇宙の接点を取って。Ich frage mich, was man finden würde. そうですね。 一種のガラス片のようなもので、ほとんど見えない接点は、美しい人愛、気体、そして粒子で構成されていて、いつまでも消えない赤紫色の煙のように。
まるで指輪のようでした。私ならあれを真珠のネックレスと合うように作るでしょう。Hört sich irgendwie an wie der eine Ring. Willkommen im Astralexpress. Oh, kein Ding. Dann switch ich mal kurz hier hin. Wegen der Mücke und wegen den Quests, die da auf mich warten. Also dann. Tschüss Koski, bye bye und tschüssi.